Für den Landwirtschaftssimulator 19 gibt's eine Menge toller Mods, die den LS realistischer, authentischer und vielfältiger machen. Es gibt aber auch Mods, die, sagen wir mal, nicht ganz so sinnvoll sind und deshalb in der Masse untergehen. Das wollen wir aber heute ändern, haben dazu sämtliche Mod-Seiten durchforstet und hier sind sie nun, die verrücktesten Mods für den LS 19. Von absolut nutzlos bis unfassbar kreativ ist alles dabei. Wenn euch dieses etwas außergewöhnliche Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und falls ihr weitere kuriose Mods kennt, schreibt sie gern unten in die Kommentare. Los geht's mit Platz 10. Darauf hat's diese besondere New Holland Ballenpresse geschafft. Sie sieht zwar unscheinbar aus, hat's aber in sich. Statt die gepressten Ballen nämlich sauber auf dem Feld abzulegen, schießt sie die Ballen meterhoch und meilenweit weg. Das ergibt absolut keinen Sinn, aber das erwartet vermutlich auch niemand, der sich eine Ballenkanone heruntergeladen hat. Viel Spaß an der Stelle schon mal an denjenigen, der die Scherben, pardon, die Ballen dann wieder aufkehren darf. Die fallen nämlich völlig unkontrolliert in alle Richtungen. Hilfreich könnte da der Autoload-Ballenwagen sein, der 100 Ballen auf einmal aufladen kann. Vorausgesetzt, die Ballen sind nicht im Fluss gelandet, dann kann man wohl nichts mehr machen. Platz 9 teilen sich viele Mods, die sogar einigermaßen sinnvoll sind. Sie eignen sich bestens für gesetztere virtuelle Landwirte oder für den Fall, dass es einfach mal schnell gehen muss. Allgemein ist, dass die normalen Maschinen absurde Arbeitsbreiten und Geschwindigkeiten verleihen. Das optisch gewöhnungsbedürftigste Geschütz dürfte der 50 Meter Multifruit-Ernter sein, mit dem sich Kartoffel-, Rüben- oder Zwiebelfelder sprichwörtlich im Handumdrehen ernten lassen. Geradezu unscheinbar sieht im Gegensatz dazu das Krone-Mähwerk aus, das seine volle Schönheit erst auf der Wiese entfaltet. Per Tastendruck kann ein 50 Meter breites Mähwerk ausgefahren werden, das in Windeseile den Schnitt erledigt. Das gleiche gibt's auch nochmal für Zuckerrohr oder sogar in einer 100 Meter Variante für Getreide und andere Feldfrüchte. Und wer danach wieder anpflanzen möchte, kann das Feld, ihr ahnt es schon, mit einem 100 Meter Pflug, einem 100 Meter Grubber oder einer 100 Meter Sämaschine bearbeiten. Die Mods sind sicherlich mal ganz witzig, auf lange Sicht dürften sie aber den Spielspaß beim LS verderben. Viele Spieler, die Wert auf Realismus im Landwirtschaftssimulator legen, nutzen die Seasons-Modifikation. Frühling, Sommer und Herbst bereiten einem damit viel Arbeit, schließlich muss gesät, gedüngt und geerntet werden und dabei macht einem oft das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Was aber macht man am besten im Winter? Klar, man kann als Winterdienst die Straßen räumen, wer daneben aber ein bisschen Spaß haben will, könnte einen Ausflug mit dem Jetski machen. Solche Jetskis gibt's tatsächlich für das Spiel und direkt dazu den passenden Transportauflieger. Mit dem erreicht man ganz bequem das bevorzugte Wintergebiet und kann dort loslegen. Wer dagegen auf weihnachtlicher Mission im Schnee unterwegs sein möchte, sollte sich diesen Weihnachtsschlitten anschauen. Der sieht nicht nur schön aus, mit ihm kann man auch über die Dächer der Map fliegen. Das macht ähnlich viel Spaß, ist aber auch ähnlich sinnvoll wie die Jetskis. Mit Platz 7 wird's gefährlich, denn Militärequipment hält Einzug in den Landwirtschaftssimulator. Und das ist teilweise tatsächlich sinnvoll, jedenfalls verglichen mit dem, was in diesem Video noch so kommt. Die Brückensuche entlang des Flusses erübrigt sich zum Beispiel durch den äußerst praktischen Brückenlegepanzer. Der lässt sich einfach aufklappen und ersetzt eine stationäre Brücke. Und das M89 Bergungsfahrzeug enthält einen Kran, mit dem sich einfach und schnell Objekte und Fahrzeuge bewegen lassen, also zum Beispiel die von der Ballenkanone verschossenen Strohballen. Die restlichen Militärfahrzeuge dienen vor allem der Optik. Es gibt aber so viele von ihnen, dass man nicht nur schnell den Überblick verliert, sondern damit im LS auch eine veritable Flotte aufbauen kann. Dazu noch die Militärbasis, ein paar Transportfahrzeuge, fertig ist die LS-Armee. Nur schießen kann man nicht. Wer seine Getreidevorräte eisern verteidigen möchte oder nächtliche Kartoffeldiebe mit Nachdruck von seinen Feldern fernhalten will, ist mit diesen vielen Militärfahrzeugen bestens gerüstet. Ähnliche Geländeeigenschaften wie Militärfahrzeuge haben sogenannte Monster Trucks und, man kann es bereits erahnen, auch die gibt es selbstverständlich im Landwirtschaftssimulator und das sogar in Hülle und Fülle. Slayer, El Toro Loco und Gravedigger nennen sie sich, können aber im Prinzip alle das gleiche, steile Hänge bewältigen und schwierige Gelände befahren. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Auf normalen Maps kann man die Fahrzeuge kaum einsetzen, auf einer eigens dafür erstellten Map geht das dagegen ganz hervorragend.
Und wer statt der skurrilen Riesenreifen Bandlaufwerke bevorzugt, wird beim Ramzilla, einem umgebauten Pickup, fündig. Der sieht noch eine Ecke skurriler aus. Buchstäblich abgefahren und verdammt schnell geht's bei Platz 5 zu. Den Platz teilen sich viele Mods, die den LS zu einem Racing-Simulator verwandeln. Von Formel-1-Fahrzeugen über authentische Rennwagen kleinerer Klassen bis hin zu völlig verrückten Rennwagen ist fast alles verfügbar. Und was noch kurioser ist, es gibt sogar passende Rennstrecken, die sich mit den Fahrzeugen befahren lassen. Der Landwirtschaftssimulator ist zwar beim besten Willen keine Rennsimulation, aber so verrückt das klingt, mit Lenkrad, Power unter der Haube und einer ordentlichen Zahl auf dem Tacho macht der Blödsinn richtig Spaß. Dazu noch die fachkundigen Kommentare von Kai Ebel und ihr könnt euer Fernsehabo kündigen. Falls in den nächsten Tagen weniger Videos kommen sollten, wisst ihr, woran es liegt. Ich versuche meine Bestzeit zu knacken. Noch ein Stück absurder und weiter weg von der Landwirtschaft führt uns Platz 4. Der dürfte die Herzen aller Ludolf-Fans höher schlagen lassen, denn hier geht's um Schrottautos. Die können durch eine Mod ganz einfach mit dem Radlader gegriffen, verladen und zur Schrottpresse gebracht werden. Für die Autos oder die geschredderten Altmetallpakete gibt's anschließend Geld. Die Ersatzteile kann man zwar leider nicht aus den Autos holen, da der LS dem Spieler aber traditionell alle Freiheiten lässt, kann in guter Ludolfs-Manier auch ein eigener Autofriedhof errichtet werden. Kreuz und quer über den Hof verteilt. Ballenkanone, 100-Meter-Ernter, Rennwagen, schon jetzt meint man, man hätte alles, wirklich alles im LS gesehen. Aber es wird noch besser. Auf Platz 3 hat es der Modder Agrifredo geschafft. Der baut normalerweise Baustellenmaps und Fahrzeuge für den LS19, da es 2020 aber düster um Volksfeste steht, hat er einen Autoscooter für den Landwirtschaftssimulator erstellt. Und der besteht nicht nur aus einem einfachen Anhänger, er ist voll funktionsfähig. Kassenwagen, Autoscooter-Plattform und natürlich die Fahrzeuge selbst können bedient werden. Es ist zwar sicher kein Ersatz für das richtige Volksfest, auf jeden Fall aber eine interessante LS-Modifikation, insbesondere für Roleplay-Projekte. Aus dem Weg, du Klön! Wirklich kreativ, vielleicht sogar die Zukunft, aber irgendwie auch völlig verrückt ist die Idee, die es auf Platz 2 geschafft hat. Weizen ernten, Kartoffeln legen, düngen, Kalk streuen, auch auf der schönsten LS19-Map hat man das alles irgendwann durchgespielt. Was aber, wenn man von der Erde auf den Mond wechselt? Der Modder-Farmer Bob hat sich diese Frage offenbar auch gestellt und kurzerhand eine Mondbasis gebaut, auf der man, zugegeben nur äußerst rudimentär, Landwirtschaft betreiben kann. Auf der Mondstation gibt's praktischerweise auch alles, was ein Landwirt braucht. 15 Felder, Dünger, einen Maschinenshop und alles weitere. Aus heutiger Sicht erscheint das natürlich alles äußerst unrealistisch, aber wer weiß, vielleicht wird Landwirtschaft auf dem Mond eines Tages möglich sein. Spätestens dann werden wir uns an Farmer Bob und seine LS19-Map zurückerinnern. Abgerundet wird die Karte übrigens durch Fahrzeuge wie den Mars-Erkundungsroboter. Nur die Atmosphäre will bei der Mondbasis nicht so recht aufkommen. Blauer Himmel und Wolken erinnern doch so ein bisschen an die Erde. Kommen wir nun aber zu Platz 1 der verrücktesten Mods für den Landwirtschaftssimulator. Einen würdigen Kandidaten für diesen Titel zu finden, ist gar nicht so einfach. Soll auf Platz 1 die unnötigste Mod? Dann wären das Star Wars Schachbrett oder die Darth Vader Figur gute Anwärter. Soll die lustigste Mod auf Platz 1? Dann hätten E-Scooter oder Fahrrad, auch wegen der Körperhaltung, den Platz durchaus verdient. Oder sollte darauf die kreativste Modifikation? Ich habe mich für eine Kombination aus allem entschieden. Ladies and Gentlemen, hier ist sie, die absurdeste und verrückteste Modifikation, die gleichzeitig aber noch immer viel mit dem Landwirtschaftssimulator zu tun hat. Der Lindner Lintrack 90 in der Hover-Edition. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein fliegender Traktor. Er ist aufgrund der Fahr- oder besser Flugeigenschaften eher ungeeignet für Feldarbeit im LS, aber irgendwie doch kreativ und ehrlicherweise auch ein bisschen lustig. Deshalb ist der futuristische Traktor auf Platz 1 gelandet. Das waren die Top 10 der verrücktesten Mods, wirklich sinnvoll waren die wenigsten, lustig, kreativ und absolut schräg, dafür fast alle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, die meisten der gezeigten Mods findet ihr unter dem Link in der Videobeschreibung.
In den nächsten Videos geht's dann natürlich wieder mit sinnvollen Mods weiter, aber wer weiß, wenn das Video gut ankommt, gibt es vielleicht irgendwann einen Part 2. Denn ihr ahnt nicht, was es noch so alles gibt. Es geht nämlich noch eine ganze Spur absurder. Wenn ihr noch auf der Suche nach einer tollen Karte für den LS19 seid, schaut euch gern das verlinkte Video in der Endcard an. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.